Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dungeons & Dragons 3. Und ja, wir haben gerade die Prinz oder Königin ja gefunden, nicht die Prinzessin. Und ja, sie hat uns im Traum gesehen, wie wir ein goldhaariges Kind angesprochen haben. Haben wir natürlich gemacht. Warum habt ihr euch nicht gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Es ist wahr. Warum habt ihr euch nicht Ihr gesehen? sagt mich, Euer Majestät, doch ich habe euch nicht gesehen. Habt ihr mich aus der Ferne beobachtet? Ich konnte nicht erkennen, wo ich mich befand. Mir schien, als würde ich von oben herabblicken. Doch ich hörte das Kind sprechen, als stünde ich neben euch. Ich habe das Kind zuvor schon mal gesehen, jedoch nur im Traum. Vor 3 Nächten sah ich es wieder. Das Kind sagte, dass Jane und ihre Armee nahe seien. Deswegen befahl ich Lord Devonsy, das vordere Tor zu zerstören. Was hat es noch hat gesagt? Hat das Kind noch etwas gesagt? Nur, dass Hilfe unterwegs sei. 3 Tage nach Beginn der Belagerung. Jane hat dieses Mal klug gehandelt. Sie reiste nur bei Nacht und ihre Armee war klein und leise. Hätte uns die Königin nicht gewarnt, wären wir völlig unvorbereitet gewesen. Habt ihr das Kind schon oft gesehen? Ihr sagtet, dass ihr das Kind mehr als einmal gesehen habt? Das erste Mal war in der Nacht, in der mein Vater getötet wurde und wir von seinem Hof im Gletschertal flohen. Es war der Traum ihrer Majestät, der uns sicher hierher führte. Sie behielt die Fassung. So jung, aber doch eine wahre Königin. Jedes Mal, wenn Jane kurz davor steht, uns zu fangen, warnt mich das Kind und wir entkommen. Seit Gletschertal ist es noch 2-mal geschehen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Euer Majestät, ich wurde hierher geschickt, um euch zu finden. Die Legion wünscht ein Bündnis mit dem königlichen Hof. Ein Bündnis? Ich weiß nicht, ob die Königin bereit ist, einen solch radikalen Schritt zu tun. Warum nicht? Mein Vater lehnte es ab, sich mit der Legion zu versöhnen. Er behielt seinen Stolz und verlor dadurch ein Königreich. Ohne diese Legionäre wärt ihr noch in dem Sumpf gefangen und ich wäre Jane Cassinda ausgeliefert. Schon allein deshalb vertraue ich ihm. Dies ist keine Frage des Vertrauens, Eure Majestät, sondern der Haltung. Die Legion hat euren Großvater ermordet. Nicht das schon wieder. Ihr braucht unsere Hilfe, das ist eine Lüge. Nicht das. Das ist eine Lüge. Die Legion hat niemanden ermordet. Ihr wart selbst ein Legionär. Ihr solltet es wissen. Seid ihr euch sicher, dass ihr die Wahrheit kennt? Wart ihr dort? Wart ihr Teil der Ratsversammlung des Großmeisters, so wie ich es war? Ich will nichts mehr von der Ermordung meines Großvaters hören. Wie auch immer die Wahrheit lauten mag, diese Legionäre sind unsere Gäste und Freunde. Das Zeichen. So früh? Jane war schneller, als wir dachten. Wir sind noch nicht bereit, sie abzuwehren. Was ist los? Oder ihr sollt fliehen oder lasst mich helfen? Was ist los? Jane und ihre Armee haben einen Weg in die Minen gefunden? 2 Wege, um genau zu sein. Wir haben den Haupteingang zerstört, doch wir hatten keine Zeit, die anderen zu verschließen. Sie greift alle Schwachstellen auf einmal an, muss ihre Leute ziemlich antreiben. Lasst mich helfen. Gebt uns eure Erlaubnis und wir werden euch helfen, diesen Ort zu verteidigen. Eine schlechte Königin wäre ich, lehnte ich die Hilfe von Freunden ab. Lord Devonsy kann euch sagen, wo ihr am meisten gebraucht werdet. Janes Soldaten bahnen sich ihren Weg in die Minenschächte über und unter uns. Ich wollte die Schächte schneller zum Einsturz bringen, doch ich habe zu wenig Leute. Wir müssen die feindlichen Soldaten zurückdrängen, Schwarzpulver in jedem der Schächte platzieren und rechtzeitig verschwinden, bevor sie einstürzen. Ich sollte besser gehen. Ja, hauen wir ab, bevor wir Verantwortung bekommen. Wird jemand helfen? Wird mir jemand helfen? Ist mir egal. Gibt es noch weitere Eingänge? Gibt es noch einen anderen Weg hineinzugelangen, wenn die Schächte verschlossen sind? Nur einen halbfertigen Schacht am Grund des Tiefschlunds. Ich wollte alle Eingänge außer diesem verschließen und sie zwingen, uns dort anzugreifen. Doch die aktuellen Umstände könnten uns nützen. Der untere Eingang wird nicht so offensichtlich nach einer Falle aussehen. Angenommen natürlich, dass wir die Soldaten in den Minenschächten aufhalten können. Na gut, wir fragen mal, wird mir jemand helfen? Wie viele eurer Soldaten sind noch übrig? Nur die wenigen, die ihr im Sumpf saht. Die meisten sind Dienstboten und verarmte Adlige. Ich sollte besser gehen. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Ich begebe mich zu den Schächten. Roderick ist mein verantwortlicher Offizier. Er ist wahrscheinlich unterwegs zu den Schächten. Und ich danke euch. Es bedeutet mir viel, die Legion auf meiner Seite zu haben. Okay, und bevor wir uns umirren... Alle bereits vorgestellt. Ich möchte mich gern mit euch unterhalten, wenn ihr einen Augenblick Zeit habt. Ja. Sag mal, was los ist. Willkommen in unserem Heim. Nicht gerade der nobelste Hof, wie ich gestehen muss, aber es hat einen gewissen heimlichen Charme. Ja. Und selbst das Wenige, das wir haben, ist immer noch in Gefahr.
Ihr wisst das nur zu gut, da bin ich mir sicher. Der Kampf um diesen Berg ist ausschlaggebend für die Zukunft der Königin. Aber ebenso wichtig sind die Reichtümer der Vergangenheit. Die Schätze der Zwerge müssen bewahrt werden. Sind diese schwebenden Steine wertvoll? Versucht ihr solche Dinge wie die schwebenden Steine, die ich gesehen habe, zu schützen? Schwebende Steine sind nichts anderes als kleine, bescheidene Erinnerungen an die Abhängigkeit der Funkelhöhle von der Geomantie. Schwebende Steine, fließendes Wasser, sogar die gigantischen Ventilatoren, all das wäre ohne den Steinstrom nicht möglich. Dann fragen wir mal, was ist das? Ich habe den Steinstrom mit den wirbelnden Felsen gesehen, aber was genau ist der? Nun, dabei handelt es sich um die hochentwickelste Schöpfung der Geomagier der Zwerge. Einen Strom von Magie, der die gesamte Funkelhöhle durchfließt. Eine perfekte Verschmelzung von Magie, die wahre Verkörperung der Geomantie. Man könnte sagen, er ist das Herzblut der Minen. Ich habe nicht die Zeit, alles genau zu erklären. Zusammenfassend ist zu sagen, dass ohne ihn kein Leben in der Funkelhöhle möglich wäre. Das ist Auswirkung auf die Schacht. Aber kann uns der Steinstrom im Kampf helfen? Vielleicht. Seine Wirkung ist tiefgreifend. Wir können ihn möglicherweise für unsere Zwecke einsetzen. Aber das wäre eine drastische Vorgehensweise. In der Zwischenzeit müssen wir schützen, was uns möglich ist. Was genau muss beschützt werden? Was genau versucht ihr hier zu beschützen? Geomantie-Artefakte sind hier überall in den Minen zu finden. Bücher, Geräte, Zauber und Painit. Eines der seltensten Minerale in ganz E. Und der Schlüssel zu den großartigsten Erfindungen der Geomantie. Was macht Warum das so wertvoll? Warum ist Painit so wertvoll? Geomagier haben oft den Begriff Katalysator benutzt, um Substanzen zu beschreiben, die die Reichweite und den Fluss der Magie verstärken. Ihre Gelehrten haben Painit den höchsten Wert von allen Katalysatoren beigemessen. Und ihr wollt was davon? Vermute ich richtig, dass ich für euch etwas Painit finden soll? So ist es. Ihr besitzt bereits einen Leitstern, also wisst ihr, wie ihr dies hier benutzen müsst. Es ist ein Leitstern, der auf Painit-Vorkommen reagiert. 12 Proben sollten genügen. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr sie mir bringen könntet. Ist das jetzt wichtig? Welche Bedeutung haben Zwergenreichtümer, wenn der ganze Berg belagert wird? Ich spreche von Geomantie. Lord Davinci setzte das Leben seiner Männer aufs Spiel, um mich zu retten, da ich über die Macht verfüge, die Erde zu bewegen. Mein Wissen muss weitergegeben werden. Stellt euch vor, was ein Dutzend Männer wie ich auf einem Schlachtfeld ausrichten könnten. Würden die Geomagier der Zwerge noch leben, hätte Jayne nicht den Hauch einer Chance gegen ihre Macht und ihr Wissen. Sie würde diese Mine niemals betreten können. Ihr verwendet sie im Krieg? Ihr wollt also Geomantie gegen Jayne einsetzen? Vorerst ja. Wir sind im Krieg und ich kämpfe bis zum letzten Atemzug an der Seite meiner Königin. Vielleicht wird eines Tages diese Magie eingesetzt, um für die gesamte Menschheit fantastische Wunder zu bewirken. Aber okay, wir haben es gehört. Wir leben in Zeiten, in denen solche Gedanken sinnlose Zeitverschwendungen sind. Wie kann's helfen? Jayne treibt unablässig Schächte in den Berg. Kann Geomantie uns jetzt helfen? Natürlich. Ich habe durchaus noch eine Rolle zu spielen, wenn die Zeit reif ist. So bedrohlich die augenblickliche Lage auch sein mag. So dürfen wir das Vermächtnis der Geomantie für die Zukunft der Royalisten nicht vernachlässigen. Das Wissen muss bewahrt werden. Na dann los. Ich gehe nun lieber zu den Minenschächten. Möge das Schlachtenglück mit euch sein. Jede Sekunde, die Jayne aufgehalten wird, kann entscheidend sein. Ja, und du hast mich ganz schön lange aufgehalten. Deswegen gehen wir jetzt los und hat noch jemand irgendwas mit Quests zu tun? Hat ja immer noch was mit Quests, ja. Na gut, hier noch einer. Bartholomäus. Ihr seid diejenigen, die Lord Davinci aus dem Sumpf gerettet haben. Der General schwört auf eure Tapferkeit im Kampf. Ich wurde angewiesen, euch Vorräte zu einem guten Preis zu verkaufen. Ein Verlustgeschäft, um ehrlich zu sein. Wir würden sie euch gerne schenken, aber die Ressourcen sind knapp. Besteht die Chance, dass ihr zu den südlichen Minen geht? Es gäbe da etwas sehr Wichtiges, das ihr erledigen könntet. Was benötigt ihr? Sagt uns, was ihr benötigt. Wenn es so wichtig ist, wie ihr sagt, dann finden wir schon Zeit dafür. Etwas sehr Wertvolles wurde dort zurückgelassen. Eine hochentwickelte Waffe. Jayne mag ja viele Soldaten haben, aber nicht so geniale Waffenmeister wie wir. Bei der Waffe handelt es sich um ein Gewehr, das mehrere Schüsse abfeuern kann, bevor es nachgeladen werden muss. Damit ausgerüstet ist ein einzelner Soldat mehr wert als 10 normale. Es ist noch nicht ganz perfekt,
aber es fehlt nicht mehr viel. Als wir vor den Azuniten flohen, wurde das Gewehr in einer Kristallhöhle in den Minen zurückgelassen. Wir müssen es zurückholen, bevor Janes Männer es finden. Nella, wo ist es? Wo genau in der Höhle befindet es sich? Ich weiß es nicht. Ja, bist du praktisch. Es war so hektisch. Wir mussten uns schnell zurückziehen. Ich war mitten in einer Testphase mit der Waffe. Und dann lässt du sie liegen. Ich habe es in der Nähe einiger Kristalle fallen gelassen. Mehr weiß ich nicht. Wir werden suchen. Wir versuchen euch das Gewehr zurückzubringen. Seid vorsichtig. Die Minen könnten inzwischen von Azuniten nur so wimmeln. Okay, na dann los. Questabhängige Sachen, das ist super. Wir werden mal unseres... Was werden wir... Ich werde mal... Quest... Auf was beziehen wir denn? Der Prototyp, machen wir das. So, der Feind vor den Toren. Geht zum südlichen Tunnel, geht zum westlichen Tunnel. Besucht die Meisterhalle. Ja. Sammelt im südlichen Tunnel ist das? Na, gehen wir hier hin. Ich hoffe, das klappt als erstes. So. Gucken wir, wo wir langlaufen müssen. Okay, Katharina, halte dich immer bereit. Oder Katharina. Wir werden wohl gleich auf Feinde kommen. Und uns da reinstürzen. Die sammeln. Hört mal. Nee, neue Quest bekommen. Denk mal, wenn wir da irgendwie was dieses Element sammeln können, dann wird es schon auf der Karte angezeigt. Hier lang für den Prototyp. Da ist schon eine Questsache. Ich glaube, die führt direkt zu dem. Diese Azuniten sind noch nicht ausgelöscht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Nun, an die Arbeit. Wow, weg. Ein Mädchen so zu enttäuschen. Vielleicht lassen wir uns ja ein wenig Gegenwehr. Wow. Kurz weg. Die kriegen echt wenig Schaden. Was ist denn das hier? Das ist mir ein bisschen zu heikel gewesen. So, aber die haben echt viel Schaden gemacht. Und kaum was ausgehalten. Evansy hat euch zur Unterstützung geschickt. Das sind gute Nachrichten. Meine Männer sind zu weit verstreut. Wir sind nicht genug, um alle Durchbrüche zu verteidigen. Diese Schächte sind bereits überrannt. Wo sind eure Männer? Ich sehe keine eurer Soldaten. Wo ist der Rest von ihnen? Ich habe sie in Gruppen an mehreren Engstellen postiert. Ich weiß nicht, wie sie sich halten. Die meisten Männer sind in der Nähe des Schachtausgangs. Doch es sind viel zu viele Azuniten. Wir können sie nicht aufhalten. Was muss getan werden? Ihr habt gesehen, womit wir es zu tun haben. Was ist unser nächster Schritt? Bringt diese Schächte sofort zum Einsturz. Es gab einen Durchbruch am Luftschacht im Osten. Wir haben so schnell wie konnten Schwarzpulver zu der Öffnung gebracht, doch es sind immer noch ein paar Säcke zu wenig. Ihr findet die Säcke in den Minenschächten. Greift sie euch, bahnt euch den Weg zum Durchbruch und helft uns, ihn zu zerstören. Erzählt mir von dem Durchbruch. Wenn diese Schächte gestürmt wurden, muss ich mehr über den Durchbruch wissen. Der Luftschacht führt nach draußen. Er wurde allerdings für die Gase in der Funkelhöhle geschaffen, nicht für uns. Ihr solltet dort äußerste Vorsicht walten lassen. Dort gibt es explosive Gase aus den Tiefen der Mine und ständig sprühen die Funken. Ich bin bereit. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich gehe sofort zum Durchbruch. Sehr gut. Ich begebe mich zu den westlichen Schächten, um zu sehen, wie es um unsere Männer steht. Viel Glück. So, wir müssen weiter hier lang. Und ich werde mal kurz hier speichern. Also, wir haben es doch mit ziemlich starken Einheiten zu tun. Wenn es nicht diese Goblins sind, die geht's eigentlich. Aber die machen auch ordentlich Schaden. Was sind wir hier? Kann ich nichts mit anfangen. Ich will ein bisschen da lang. Da haben wir wieder Explosionskisten oder sowas. Ach Gott. So.
Also vorne rum sind sie wahrscheinlich ziemlich geschützt beim Schild, scheint so. Hier habe ich noch eine Schatztruhe und hier war eine Gondel. Dieser Minenkarren ist vollbeladen mit Erz, ein Zeichen dafür, dass die Funkelhöhle einst mal ein Industrieort war, die Eisen, Kohle und wertvolle Edelsteine im Westen Ebs produzierte. Die Zwerge besaßen die fortschrittliche Förderungstechnik, die mit der Auslöschung der Rasse verloren ging. Ja, einsammeln. Danke für die kleine Info. Ach du. So, gehen wir mal kurz hier lang. Ach nein. So. Blitzhelden machen ihm wirklich viel Schaden anscheinend. So. Und weg. Hier haben wir noch eine Truhe. Hier sammeln wir schnell ein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.